Ja, jetzt kommen wir wieder ein Stückchen mehr in die Realität. Wir sind zurück vom Backen und vom Gaming, obwohl bei manchen Games ich mich schon frage, ob das nicht die gespielte Realität ist. Und es gibt da eine Geschichte, einen Satz, der heißt, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Es gibt aber auch einen Satz, der heißt, wenn sich zwei streiten, dann freuen sich viele Dritte. Und diese vielen Dritte können zum Beispiel in dem Fall leere Patronenhülsen, die für Kriege stehen. Und ich freue mich jetzt schon auf das nächste Autorengespräch hier on stage. Es geht um das gelobte Land und um jemand, der lange Jahre dort gelebt hat, Geschichten gesammelt hat, niedergeschrieben hat. Er ist eigentlich gelernter Wirtschaftsjurist und hat auch mit Funktechnik, glaube ich, etwas zu tun. Herzlich willkommen, Gerhard Blaboll. Danke, John. Grüß Gott. Ja, also lange gelebt habe ich nicht dort. Ich habe lange dort gearbeitet, kenne das Land sehr gut, habe sehr, sehr eng bereist. Ich bin auch Historiker. Und vor 14 Jahren waren meine Frau und ich auf einem Ausflug in Hebron. Hebron ist im Westjordanland. Hebron ist deshalb für Juden, Moslems, muss man sagen, und Christen sehr wichtig, weil dort liegt angeblich Abraham und seine Familie begraben. Also es sind natürlich keine Tafel, aber das ist eine Pilgerstätte für alle drei Religionen. Und wir waren 2014 dort, haben das besichtigt und dabei haben wir vom Hebron-Massaker 1994 erfahren. Bei diesem Massaker hat ein israelischer Militärarzt, der natürlich einen hohen Offiziersrang gehabt hat, den Ramadan genützt. Während des Ramadans sind dort hunderte Araber gekniet und haben gebetet. Ich sage immer Araber, ich meine natürlich Moslems, gekniet und haben gebetet und hat die von hinten niedergemäht. Neben ihm sind zwei Wachsoldaten des israelischen Militärs gestanden und haben nichts gemacht, haben sich nichts zu machen getraut, weil er war ein hoher Offizier und sie waren zwar Wehrmänner, wie man bei uns sagt heute. Und das Verrückte ist, dass dieses Massaker von den ultraorthodoxen Juden im Westjordanland jedes Jahr, ich muss mich entschuldigen, ich habe Fieber, ich habe eine Grippe, dass dieses Massaker gefeiert wird. Man kommt zusammen und feiert, dass damals dieser Mann die Menschen umgebracht hat. Und das war 2014, da habe ich beschlossen, dass ich Kurzgeschichten, Episoden sammle. Und wie dann der 7. Oktober gekommen ist, habe ich gesagt, jetzt ist es soweit, sammle ich die letzten Geschichten zusammen. Es sind insgesamt 27 Episoden zusammengekommen aus den letzten 120 Jahren, die zeigen, warum sich die Geschichte im Nahen Osten so entwickelt hat, sehr ausgewogen geschildert. Ich eben als Historiker, ich beschreibe das, was ist und nicht parteiergreifend. Ich schlüpfe da in sehr viele verschiedene Rollen. Und das ist auch die Schwierigkeit, oft sagt jemand zu mir, kann ich eine Leseprobe draus haben? Ist sehr schwierig, weil es ist drin, sind Erzählungen drinnen, es sind Radioreportagen drinnen, es sind Briefwechsel drin, es sind Träume drin, es ist sehr unterschiedliches, aber alles, was da drinnen ist, ist wirklich recherchiert und wirklich passiert. Jetzt sage ich dir was, Gerhard. Ich frage dich jetzt nicht, ob ich eine Lese, ob wir eine Leseprobe haben können. Ich frage dich jetzt, können wir eine Rolle haben? Eine Doppelrolle kannst du haben. Ich weiß, aber vielleicht. Ja. Und das kannst du gerne haben. Und zwar ist es so, nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reichs war diese Region vom Völkerbund verwaltet und der Völkerbund hat die Verwaltung weitergegeben
ans United Kingdom und an Frankreich. Frankreich hat den nördlichen Teil verwaltet, also Syrien, Libanon, deshalb spricht man dort heute Französisch. Den südlichen Teil hat das Vereinigte Königreich übernommen zu verwalten. Und es hat da ständig irgendwelche Reibereien gegeben. Und muss noch dazu sagen, es hat auch in dieser Zeit, damals 1929, schon ein erstes Hebron-Massaker gegeben. Damals hat der Großmufti von Jerusalem den Moslems befohlen, alle Juden umzubringen. Und die haben sich bemüht, das durchzusetzen, so gut sie konnten. Sind aber erfreulicherweise von ihren arabischen Nachbarn daran gehindert worden. Also man sieht, die Menschen können schon miteinander, wann sie wollen. Mhm. Und das war das erste Hebron-Massaker. In dem Buch gibt es übrigens hinten ein Glossar drinnen, wo genau diese Dinge alle erklärt sind. Also man kann das auch offline lesen, ohne Wikipedia nachschlagen zu müssen. In dieser Zeit, wo die britische Mandatshoheit gewesen ist, hat jemand den Vorsitz gehabt und das war der Sir William. Sir William war ein alter Diplomat, der vorher in Indien gewesen ist und dann eine Lösung erarbeiten sollte. Und dazu hat er den Professor Coupland beauftragt, der ein britischer Historiker war. Und der war in seinen Augen ein junger, ungestümer Mensch. Er war Mitte der 50, während der Sir William so ungefähr 15 Jahre älter gewesen ist. Der hat eigentlich so gesagt, naja, das United Kingdom hat schon eine gewisse Verantwortung dabei auch, weil wir, das United Kingdom, haben seinerzeit sowohl Arabern wie Juden versprochen, hier einen eigenen Staat errichten zu können, wenn sie uns helfen, das Osmanische Reich zu bekämpfen. Beide haben es gemacht und beide hätten das jetzt gern. Da gibt es jetzt einen Dialog aus Jerusalem. Also es sprechen Coupland und Sir William. Sir William, sehen Sie, mein Lieber, da kann man erkennen, wie schnell sich die Dinge ändern können. Und im Wesentlichen beziehen sich doch die Araber auf diesen Lawrence. Der war ein Freigeist, wie wir wissen, damals nützlich und man hat auch geduldet, dass er nicht alles mit seinen Vorgesetzten abgesprochen hat. Aber selbst seine Zusagen waren lediglich prinzipieller Natur. Genau wie die Krone hat er niemals gegenüber Juden und Arabern eine exakte geografische Lage ihrer Gebiete definiert, so viel mir bekannt ist. Nun, Sir William, akkurat da liegt ja das Problem, wenn ich das so sagen darf. Macmahon hat als britischer Hochkommissar in Ägypten während des Weltkriegs an Hussein von Mekka bestätigt, dass es nach der Vertreibung der Türken aus der Levant ein arabisches Reich geben wird. Hussein hat das eine Mal von Syrien gesprochen, das andere Mal von Arabien. Wir unterscheiden das, aber für die nomadisierenden Araber sind diese Begriffe mehr oder weniger deckungsgleich. Naja, das mag schon sein, doch wir haben niemals zugesagt, dass Syrien oder Arabien, egal wie sie es bezeichnen wollen, selbstständig und unabhängig sein sollen. Wir, und das hat auch ganz sicher Macmahon so gesehen, und selbstredend der von Ihnen zitierte Churchill, haben immer vorausgesetzt, dass diese Gebiete möglicherweise ein arabischer Staat haben darf, aber unter der Hoheit der Krone stehen wird. Das haben aber die Araber sicher niemals so verstanden. Was wollen Sie denn von Menschen erwarten, die mit ihren Kamelen durch die Wüste ziehen? Es würde ungebremst in einer Katastrophe enden, wollte man diese Nomaden, ungebildet wie sie sind, in ein von ihnen selbst regiertes Land entlassen. Gott schütze den König. Und dabei zwitschern sie ganz fröhlich eine Flasche. Ja, also das war jetzt aus einem Dialog, es tut mir leid, normalerweise klingt das besser. Aber nein, wir sind dankbar, dass du da bist und das ehrt dich sehr. Trotzdem, mein Zeigefinger, pass bitte auf die Gesundheit auf. Wir wollen auch viele Bücher von dir haben. Hast du mit meiner Frau geredet? Nein, aber man ist doch seelisch dann auch verbunden. Ich habe dieses Buch ja auch zu Hause und ich traue mich ja nie, politische Diskussionen zu führen, weil ich viel zu wenig historischen Hintergrund habe. Aber das Buch hilft da sicherlich, da ein bisschen das zu verstehen, weil es eben in diesen Kurzepisoden, in diesen 27 da dargestellt wird. Da habe ich nämlich ein Beispiel für vieles, was wir falsch glauben. Wir alle kennen den Film Lawrence von Arabien. Ja.
Das ist ein schönes Märchen. Hat mit der Realität so gut wie nichts zu tun. Das, was Lawrence von Arabien, der übrigens nur er sich selbst so genannt hat, sein Name war T.E. Lawrence, und die Araber haben zu ihm gesagt, der Goldmann, deshalb, weil er das Gold gebracht hat, und immer wenn er Gold gebracht hat, haben sie einen Anschlag auf die Eisenbahnlinien gemacht. Also Lawrence von Arabien war nur etwas, was er sich selbst ausgedacht hat, aber das, was er bei den Arabern erreicht hat, diplomatisch erreicht hat, so wie es im Film rüberkommt, hat in Wirklichkeit eine Frau gemacht, von der kein Mensch in Österreich weiß, dass sie es gibt. Gertrude Bell. Und Gertrude Bell war eine unglaublich fortschrittliche Frau. Sie war aus einer industriellen Familie in Newcastle. Sie hat als erste Frau in Oxford Archäologie studiert und hätte mit Diplom abgeschlossen, mit Auszeichnungsdiplom, aber als Frau bekommt sie kein Diplom. Und ist dann nach Arabien gegangen, hat in kurzer Zeit fließend Arabisch sprechen gelernt, ist von den arabischen Stammesführern so akzeptiert worden, dass sie bei den Besprechungen dabei sitzen hat dürfen, bei den Stammesbesprechungen. Und jetzt muss man wissen, dass diese Stammesbesprechungen prinzipiell nur Männer zugelassen waren. Und daher ist die Gertrude Bell zum Mann ehrenhalber ernannt worden. Und sie war diejenige auch, die die geraden Landesgrenzen gezeichnet hat. Das hat sie getan. Und sie hat noch etwas sehr Fortschrittliches gemacht. Also die geraden Landesgrenzen heute jetzt nicht für sehr fortschrittlich, aber sie hat etwas wirklich sehr Fortschrittliches gemacht, nämlich sie hat das Archäologische Museum in Bagdad gegründet und hat dabei festgelegt, dass sämtliche Fundstücke, die auftauchen, nicht mehr nach Europa gehen dürfen, sondern im Land verbleiben müssen. Weil bis dahin ist ja alles nach Berlin, London, Paris, Wien oder so New York gegangen. Und also das war die Gertrude Bell. Und über die gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte heute. Ja, drin, ne? Das wollen wir noch. Die ist zu lang. Da kannst du ein kurzes Stück draus? Das ist vielleicht aus einem, das müsst ihr jetzt suchen. Das, und da habe ich, hab ich einen Briefwechsel, den sie mit ihrem Vater gemacht hat. Also sie schreibt an ihren Vater in Newcastle, sie war per sie mit ihrem Vater. Ne? Eine andere ihrer Fragen war, welcher mein Anteil am arabischen Kriegszug unter Aouda und seinen Hovetats gegen das Osmanische Reich war. Nun, ich darf Ihnen berichten, dass Sheriff Hussein von Mekka mich schon bald nach unserem ersten Kontakt als seine engste Vertraute bezeichnet hat. Ich vermute, er hat an meinen roten Haaren und den grünen Augen mehr Gefallen gefunden, als er jemals zugeben würde. Im privaten Gespräch nennt er mich, dabei jeden Anstand wahrend und ohne anzüglich zu sein, gerne Wüstentochter und manchmal sogar Khatun, Königin. Bei offiziellen Gesprächen mit muslimischen Würdenträgern werde ich mit demselben Respekt als Mann ehrenhalber behandelt. Ich glaube, Sheriff Hussein schätzt an mir meine Offenheit, die ich lebe, soweit es mir der geheimdienstliche Auftrag erlaubt, und meine Kenntnis von Kultur und Geschichte des arabischen Volkes. Weil sie war zugeordnet zum General Allenby, der das arabische Büro in Kairo geleitet hat. Das war das Geheimdienstbüro im Nahen Osten. Und das war überhaupt deshalb für die Briten so wichtig, weil die haben ja seinerzeit den Suezkanal gehabt. Und der Suezkanal hat ihnen ermöglicht, dass sie auf relativ schnellen Weg nach Indien kommen. Und Indien war ja ein Teil Großbritanniens damals, war keine Kolonie, war ein Teil Großbritanniens. Und dorthin zu kommen, war durch den Suezkanal schon ein großer Vorteil. Die große Angst des United Kingdoms ist gewesen, dass die Deutschen, die im Ersten Weltkrieg mit den Osmanen auf derselben Seite gekämpft haben, die Eisenbahnlinie, die sie schon gebaut haben, von Istanbul nach Damaskus, noch weiterziehen könnten bis zum Suezkanal. Und dann wird natürlich der Transport dort ähnlich unsicher sein, wie wenn jetzt der Dampfer am Golf von Aden vorbei muss. Gerhard, du lädst deine Leser ja ein zur Aufnahme von Information, aber auch Geschichte und Gegenwart in einem sehr umstrittenen Land auch nachzuvollziehen. Und das betont auch eine langjährige ARD-Korrespondentin in Israel,
Dr. Susanne Glass, die ist auch dieser Meinung. Und wir haben auch hier in Österreich beim ORF einen Korrespondenten in Israel, den Nikolaus Wildner. Und der, glaube ich, hat für dieses Buch auch das Vorwort geschrieben. Ja, genau, ja. Für wen hast du dieses Buch geschrieben? Ich habe das Buch für alle Mitteleuropäer geschrieben, die glauben, eine Meinung über den Nahen Osten und seine politische Situation zu haben, aber denen das Wissen dazu fehlt. Das ist auch schon die Frage implementiert des Warums. Du hast ja auch auf Ö1 ein Format, also du bist da sehr, sehr umtriebig als Schriftsteller, als Talkmaster sozusagen. Jetzt eine Frage von Journalist zu Journalistenkollege, darf ich fast sagen. Wie glaubst du, kommt der Nahe Osten, wie kommt Israel, Palästina, Gaza, wie kommen die aus der Misere, oder kommen die überhaupt mal raus in der nächsten Zukunft aus dieser Misere? Ich persönlich sehe keinen Weg, nein. Es gibt so viele Menschen, die sich wirklich bemühen und es gibt immer wieder Friedensanläufe und es liegt nicht an den Menschen, so wie an dem genannten Hebron-Massaker 1929. Es liegt nicht an den Menschen, dass sie nicht miteinander auskommen, sondern es liegt an den vielen Dritten, denen es wichtig ist, dass kein Friede geschlossen wird. Und solange sich Menschen dann instrumentalisieren lassen, und wird schwierig, denn wir glauben alle, das ist homogen, aber ich kenne 28 verschiedene jüdische Gruppierungen. Es gibt annähernd gleich viel muslimische Gruppierungen. Wenn wir sagen, die Juden oder die Araber, da sind wir sehr schnell mit diesen Formulierungen, aber das versteht dort unten kein Mensch. Es gibt zum Beispiel eine Strömung innerhalb des Judentums, das sagt, dass der Staat Israel keine Existenzberechtigung hat. Wenn du oder ich das sagen, hast sofort, da rennen Antisemiten herum. Aber die sind ganz fest der Meinung. Die meisten von denen leben in Williamsburg, Brooklyn, New York. Und die sagen, wir Juden sind vor 2000 Jahren aus Israel vertrieben worden, weil wir nicht gottesfürchtig gelebt haben. Und daher kann nur Gott diese Strafe aufheben und uns wieder zurückholen. Aber es steht nicht uns Menschen an, ein Land Israel zu gründen. Das Recht haben wir nicht. Und damit es jetzt noch lustiger wird, lebt ein guter Teil von diesen Menschen, die so denken, in Israel. Und wenn man die jetzt dann fragt, sag mal, wie passt das jetzt zusammen? Du, auf der einen Seite sagst du, du sprichst Israel das Existenzrecht, aber auf der anderen Seite lebst du da. Dann sagen die, naja, weißt du, das Land ist so schön, die Sonne scheint und die Paradeiser im Garten wachsen so fein. Also, das macht es einfach schwierig. Gar nicht schwierig ist meine Abschlussfrage. Wenn du dein Buch, ohne den Titel verwenden zu dürfen, in einem Satz zusammenfassen würdest, wie würde dieser Satz von dir lauten? Wissen statt Meinung. Wissen statt Meinung. Das heißt, dein Buch kann ein wertvoller Beitrag sein für alle diejenigen, die sich ein bisschen einen Überblick für diese verzwickte Situation im Nahen Osten dazu verschaffen. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist unterhaltsam. Es sind auch lustige Geschichten drinnen. Okay. Ich denke, es ist unterhaltsam, es ist Belletristik, es ist kein Sachbuch, aber es ist alles recherchiert. Es hat Sachbuchcharakter und meine Historikerkollegen würden mich prügeln, wenn ich da irgendwas reinschreibe, was nicht stimmt. Ne? Gut, dann darf ich unser Gespräch, wofür ich mich sehr bedanke bei dir, mit der Hoffnung ausdrücken, dass sich deine Befürchtung nicht umsetzt und dass da trotzdem irgendwie irgendwann mal einen Weg rausgibt. Gerhard, die Hoffnung unterschreibe ich. Danke. Okay, wunderbar. Dankeschön. Dankeschön. Danke sehr.